Mahlzeit, mein Name ist Balfemar und herzlich willkommen hier zu Balfemar Schaut, meinem Reaction-Tour-Format, in dem ich immer wieder Videos schaue, die ihr mir vorschlagt, die YouTube mir vorschlägt. Da lasse ich mich überraschen, bin schon auf ganz, ganz tolle Bands gestoßen. Da nochmal vielen, vielen Dank an eure Zusendungen und Vorschläge. Wenn ihr was habt, große Bands, kleine Bands, Metal, Rock, Mittelalter-Rock, Genres, alles her damit gerne. Ich pack's mit auf meine Liste. Könnte uns Zeit dauern, bis ich dazu komme, es zu gucken, aber ich haue fast täglich ein Video raus, dementsprechend bleibe ich dran. Die andere Seite ist, ich gucke mir immer wieder Videos an, die ich schon kenne, genauso wie dieses Video von Heaven Shall Burn. Und ich muss mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, ein Freund von mir heißt Björn und er hat sich die E-Mail-Adresse Heaven Shall Burn zugelegt. Finde ich mega geil und ich muss jetzt seit Jahren immer wieder darauf aufpassen, dass ich nicht Heaven Shall Burn zu der Band sage, weil, ne, so, ja, weil ich das immer wieder verwechsel. Deswegen Heaven Shall Burn und Heaven Shall Burn. Wie gesagt, falls mir das rausrutscht, Entschuldigung, ihr wisst jetzt, warum das passiert. Ich habe jetzt gerade schon dreimal das Intro versucht, neu aufzunehmen und jedes Mal ist mir der Fehler unterlaufen. Deswegen, ich ziehe es jetzt durch. Ich habe gesagt, egal, ich gebe euch jetzt aber wenigstens eine kurze Erklärung, warum das dann so ist. Und dieses Lied von Heaven Shall Burn ist halt einfach auch eins meiner Lieblingslieder in den Discos, weil man kann da so richtig Gas geben, Zopf weg, wenn man nicht eh schon unterwegs ist und kann so richtig schön die Haare kreisen lassen und auch sonst. Ich glaube, sieht man im Video auch schon, das ist ein super Song, um richtig auf Schwung zu kommen, vielleicht wenn man gerade beim Sport ist und man hat so einen kleinen Hänger, man haut sich das Lied rein und man ist direkt wieder 1-2 km/h schneller unterwegs, ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Ich finde den Song einfach mega und da kommen wir jetzt auch einfach hin. Also, dann gucken wir uns jetzt Black Tears von Heaven Shall Burn an. Ich glaube, ich habe es diesmal fehlerfrei hingekriegt, oder? Wenn nicht, weist mich gerne darauf hin. Also wie gesagt, es fällt mir echt schwer, das richtig auszusprechen. Björn, du bist schuld. So, und jetzt geht's zur Musik. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Und jetzt gibt's mal richtig hier so schön, richtig schwungvollen, geilen, harten Metal. Ich bin schon gespannt. Stille. Also ihr merkt schon, das ist so ein richtiger kraftvoller Song, wo man so wirklich so einmal so den Körper anspannen kann und dann so dann bei diesem weißt du, dann geht diese Anspannung, weißt du, wo man so denkt sich, man sammelt so Kraft an und dann geht diese Anspannung einfach so weg und man kann dann richtig schön die Haare schütteln. Ich finde diesen Song mega gut, die Melodie ist gut, dann Wechsel zwischen diesem kraftvollen, wo man wirklich merkt, okay, es spannt sich an, er singt voller Power und dann dieses bin nicht so gut im Geräusch und Melodien nachmachen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich mache mal ein Stückchen zurück, damit wir den Übergang wieder richtig hinkriegen. Und ich kann den Text nicht, ich bin in Texten ganz, ganz schlecht. Ich würde so viele Songs gerne mitsingen. Wenn ich betrunken bin, mache ich es einfach, ob ich den Text jetzt kenne oder nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber ja, richtig, richtig cool.
Schon wieder. Sehr schön ist auch das Video, ne? Ihr habt jetzt wahrscheinlich gesehen, wenn ihr ein bisschen auf das Video achtet, ne? Der Karl kam da hin, hat seine Arbeitsklamotten ausgezogen, hat mal eben das Aufkleb-Tattoo hier auf dem Arm gemacht. Und jetzt gerade kam der Sänger, also der eigentlich sich gerade fertig gemacht hat, rum. Und jetzt wird das Double, der Klon, was auch immer, auf die Bühne geschickt. Ja, finde ich auch sehr, sehr netten Einfall von wegen hier dieses Aufkleb-Tattoo etc. Ne, hier die Szene, da ist einmal hier der Sänger und hier und dann einfach so, okay, er macht sich warm, er geht von der Bühne runter und er geht wieder drauf. Sehr schönes Detail am Rande, finde ich, sehr schöner Einfall. Und bevor jetzt nochmal der Refrain, sorry, ich muss nochmal unterbrechen. Ihr wisst, manchmal lasse ich viel durchlaufen, jetzt unterbrechen. Ich liebe dieses Lied, ich liebe auch das Video. Ich finde auch diesen Übergang bei dem Wechsel, wo die Sänger gewechselt haben, von diesem reinen Studioaufnahmetrack bis hin in jetzt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich live ist, aber auf jeden Fall ist es wie live arrangiert, mit Publikum im Hintergrund. Die Stimme des Sängers hört sich anders an, die hört sich nicht mehr rein nach Studioaufnahme an, sondern tatsächlich nach live gesungen. Diesen Wechsel des Sängers, also dieses Klons, verändert quasi auch diese YouTube-Version. Also das ist halt nicht die reine Studio-Album-Version, sondern es ist tatsächlich, dieser Song ist so auf YouTube drauf. Aber das Studio-Album hat diesen Live-Wechsel nicht. Finde ich cool. Ich mag das, wenn Leute sich was Besonderes einfallen lassen für ein Video und dann auch noch mit solchen Elementen. Also das finde ich halt, das holt mich ab. Deswegen, glaube ich, liebe ich auch dieses Video. Einfach durch diesen spielerischen Wechsel der Sänger und dass auch dann halt einfach das Lied so ein bisschen switcht. Mega gut gemacht. Deswegen bin ich unter anderem ein sehr, sehr großer Fan von dieser Band. Ja, ich würde sagen, da haben wir es schon. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Black Tears auch, glaube ich, immer das Abschlusslied von Heaven Shall Burn. Ich habe die schon ein, zweimal live gesehen in Wacken. Und das ist natürlich cool. Die haben da gesagt, okay, und jetzt ein Circle Pit. Um diesen, vor den Bühnen stehen ja immer dann diese Türme und diese, wo dann die ganzen Strahler drauf sind und die Musik abgemixt wird. Und dann einfach einen richtig geilen Circle Pit um den Turm rum. In der Live gibt es, wie gesagt, auch ein Live-Video zu Live in Wacken. Lohnt sich zu sehen. Aber das jetzt halt nur am Rande. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr coole Band. Und ich finde diesen kleinen Twist in dem Video, der eingebaut ist, einfach mega gut. Sehr einfallsreich. Ist halt wirklich dann nur ein Detail. Aber manchmal kommt es einfach da ja auf Details an. Und ja, das ist
hat mich einfach abgeholt. So, ich wollte euch das Video zeigen, euch die Band vorstellen, falls ihr sie nicht kennt. Und sie haben auch noch ein paar andere coole Lieder gemacht. Sie haben zum Beispiel auch Valhalla gecovert von Blind Guardian. Da singt Hansi Kirsch auch ein, zwei Parte mit, Und haben halt noch ein paar sehr, sehr schöne Songs, die auch gut vorangehen. Und ja, soweit dazu von Heaven Shall Burn. Und nicht Heaven Shall Björn. Immer wieder spaßig. Muss ich immer wieder drüber lachen. Und Björn, du bist schuld. Gut, Spaß beiseite. Ich bin jetzt soweit wieder raus. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt und euch das Lied gefällt, schaut euch unten die in den Infos, verlinke ich wieder den Originaltrack. Da dann bitte den Originalkünstler unterstützen, euch das Lied angucken, Daumen hoch lassen, vielleicht auch abonnieren, etc. Ansonsten dürft ihr euch natürlich auch gerne bei mir auf dem Kanal umschauen, habe ich unten auch noch einige Infos zu meiner Wenigkeit, Instagram, Co., Supportmöglichkeiten, ihr kennt das alles ja. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und ja, ich bin raus für heute. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.